Falls jemand fragt, wieso ich die Wassertanks immer dazwischen baue, das liegt daran, dass ich ganz gerne einen visuellen Indikator habe, ob da überhaupt noch Wasser läuft. Ich habe ja schon festgestellt gehabt. Ist das vielleicht ein Mückenstich? Fuck. Oder ein Kratzer, keine Ahnung. Dass das Grundwasser ja erschöpft werden kann, wenn man zu viele Wasserpumpen drauf baut. Ich habe jetzt auf diesem Ding drei Stück laufen, glaube ich. Ja, drei Stück würde ich sagen. Die, die und jetzt die hier. Und wenn das zu stark gepumpt wird, dann Arschkarte, dann ist Wasser weg. Richt mich auf. Wieso ist das schon wieder angeschaltet? Das habe ich doch abgeschaltet, oder nicht? Ich weiß gerade nur nicht, woher die so viel Tierfutter geklaut haben. Das ist schön, wenn das Gemüse anfängt hier zu stauen, heißt das, dass meine Lagerstätten hier drüben theoretisch leer sind. Naja, immerhin im Gebäude selber ist noch was, aber ich muss mehr Gemüse anbauen. So. Moment. Wo sind meine Hühner? Ich habe keine Hühner. Muss ich erst Hühner finden? Soll mich verarschen? Ich habe keine Hühner. Ich hab vier Farmen gebaut, nur um festzustellen, dass ich keine Hühner habe. Und scheinbar ist es auch so, dass nicht automatisch Carcasses produziert werden, sondern ich muss die Viecher schlachten. Merkwürdig, da scheint ein roter Schieberegler. Wenn die Gesamtzahl der Tiere in diesem Betrieb über den roten Schieberegler steigt, wird die überschüssige Zahl für Produkte wie Fleisch geschlachtet. Wenn der Schieber auf volle Kapazität angestellt wird, nur der geborene Überschuss geschlachtet, der nicht in den Betrieb passen würde. Wenn das Schlachten der Gebiet ist, es wird kein Fleisch produziert. Da wir eine ausgewogene Ernährung für die Bevölkerung haben möchten, scheiß auf Veganer, geben wir jetzt einfach mal schön das Fleisch mit rein, wenn ich denn irgendwo Tiere finde. Wir müssen mit was und Tieren auf, also wenn mein Hühner kommen, können Sie in einem. Ah, ich muss mit einem Dorf auf der fucking Weltkarte handeln, um Hühner zu kriegen. Daka, 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 ja, bla, bla, bla. Ich habe mehr Feuerkraft als die und fast genauso viel Lebenspunkte wie die beiden zusammen. Nice. Na gut. Ich brauche einen Ruf von mindestens zwei bei denen. Handeln bringt mir im Augenblick nicht viel. Aber ja, offensichtlich muss man
Hühner erstmal haben, damit man Hühner anbauen kann und bzw. farmen kann. Gut, Fleisch kriege ich damit automatisch. Dann gehen wir gleich mal in die Fabrikation von Lebensmitteln. Wasser, Huhn und Salz gibt Fleisch und Rösti-Pöstis. Ich möchte hier bitte Salz haben. Und hier Hühnerkadaver. Wasser ist hier in der Nähe. Das müsste... Da. Da ist schon die Wasserleitung gelegt. Ehrlich gesagt. Weil die Materialien zur Verfügung stehen. Rüsten wir einfach mal alle Tanks auf. Jetzt sind mir die Dinge ausgegangen, aber das ist nicht wichtig. Hauptsache meine Wasservorräte steigen jetzt erstmal an. Natürlich bewegt sich das Wasser jetzt mal in die anderen Dinger rein, aber da noch eine Wasserpumpe da ist, nehme ich mal an, da wird noch ordentlich was reingepumpt gerade. Schönes Ding. So, Fleisch ist ein Produkt, glaube ich, für Lagerhäuser. Ja. Mir fällt gerade ein, ich habe vergessen, hier oben nachzubauen. Aber das Eisen ist ja noch... Ja. Okay, wenn die Pausen das Eisen herliefern, ist natürlich auch kein Problem mehr mit. Witzigerweise haben sie den Kalk gerade richtig schön aufgefüllt. Das ist krass. Ich hatte eigentlich nicht so viel da im Auftrag gegeben, glaube ich. Das muss ich eventuell nochmal umbauen. Aber erstmal reicht das. Da könnte ich das Tierfutter mit hinten reinleiten, aber warum? Ups. Stimmt doch wieder irgendwas mit der Versorgung nicht. Der Beton stimmt. Ah, dafür wird jetzt... Moment, da kann ich Abhilfe schaffen. Nein.
Ich habe kein Zement mehr gleich. Witzigerweise habe ich trotzdem wenig Beton. Obwohl immer noch Zement vorhanden ist. Das liegt daran, dass hier nicht so viel kommt. Ich habe mein ganzes Material verbraucht. Was mache ich mit dem Zeug eigentlich? Verschwende Sand. Das hatte ich ursprünglich gemacht gehabt, weil ich das umstellen wollte ja irgendwann auf das Zeug, wenn ich den Sand für was anderes wie Glas brauche. Und jetzt ist es eigentlich schon längst überfällig. Stein zu Brechsand und den Brechsand zu Beton. Okay, für den Anfang reicht das erstmal. Würde ich behaupten. Irgendwas fehlt hier schon wieder. Ah, Elektronik. Wofür mir Gummi fehlt? Yay! Warum? Warum fehlt mir Gummi? Du hast. Irgendwas fehlt dir. Du kannst irgendwas nicht loswerden, oder? Kein Diesel? Ein bisschen irritiert. Oh! Fuck me sideways. Hoppla! Immerhin reichlich Platz.
Ja. I fucked up. Hoffen wir, dass der Sprit, den ich noch übrig habe, reicht, um den Rest zu machen. Beide Ölbeutel müssten volle Lager haben. Ich finde das immer irritierend, wenn ich irgendwo LKWs rumstehen sehe, die überhaupt sich nicht bewegen. Das heißt natürlich, dass mein Netzwerk stabiler ist, aber auch gleichzeitig muss ich mal nachgucken, ob ich gerade das Spiel pausiert habe oder nicht. Oh cool, sie haben die Kohle komplett abgetragen, die ich aufgetragen habe. Mach mal weiter mit dem Kohlebaggern. Ich werde hier ein bisschen was anders machen müssen, um das mit dem Zugang zu ändern. Aber erstmal lasse ich das so. Ich werde wahrscheinlich zwei Silos hier irgendwo hinbauen und dann einfach die Förderbänder hochlegen, dass sie dann da oben die Lager füllen. Es fehlt jetzt schon wieder immer noch das Gummi. Ohne Gummi keine Wartung und keine Dingsdinger. Da hätte ich vorher dran denken müssen. So, nun plündere ich das Lager hier. So, jetzt aber. Ich brauche dringend die Wartung, sonst fällt mir alles aus. Ah, scheiße. Oh, ich habe das Kupfer verbraucht. Das ist ja cool. Immer noch keine Glasreste, aber ich vermute, das wird von anderen Gebäuden dann, die irgendwas aus Glas produziertes brauchen oder so. Kein Saft, weil kein Diesel.
Machen wir es mal eben das Leben einfacher. Das ist eine temporäre Lösung. Ich brauche mit dem Diesel. Jetzt läuft's. Wenn die Tanks stehen, kann ich das auch wieder entfernen. Dann läuft das durch die großen Rohre. Die liefern direkt selber Öl dahin jetzt. Ich weiß eigentlich nicht, wo sie das herkriegen. So, Treibstoff läuft wieder. Wir haben Sprit. Und damit füllen sich auch wieder die Öltanks. Die gehen zu dem. Ah, ich verstehe. Die gehen zu dem Öltank hier und dann fahren die einmal rum und füllen das direkt in die Raffinerien rein. Warum die das nicht vorher gemacht haben, schnalle ich nicht. Smart. Smart kleine Arschlöcher. Gut, dass ich Holz regelmäßig nachproduzieren kann. Aber ich glaube, ich brauche noch mal so einen großen Karren, der da abbaut. Ich glaube, das werde ich nicht austauschen. Das hier ist das Wichtigste, weil das direkt vom Schiff rüber kommt und man immer Platz braucht ohne Ende. Nice. Welcher von den Tanks ist denn das, bitte schön, dass der nicht pumpt? Hat der ein ernstes Wasser in den Vordergrund gelegt? Ist ja übel. 2000 Einheiten. Leg ab. Hol mir Sprit ran. Ich meine, der Treibstofftank für den
ist voll, also von daher sehe ich da kein Problem. Und so läuft auch meine Gummifabrikation auch schon wieder. Herrlich. Zwei nur? Wahrscheinlich, weil der andere noch nicht fertiggestellt war. Also pumpst du nicht. Bist du nicht, er ist nicht angeschlossen. Was ist dann passiert? Jetzt. Ja, jetzt läuft alles. Die Frage, die sich mir stellt, holt er dies von einer Insel oder von zwei Inseln? Ich meine, die Tanks reichen für... Das sind 880 pro, das sind... Das ist eine volle Ladung, oder? Das heißt, der hat dann immer noch ein bisschen, womit er dann gleich wieder auf die nächste Lieferung auffüllen kann. Ja, die brauchen Verbesserung, damit sie schneller tanken. Ich muss mich gerade echt fragen. Ach so, deswegen habe ich... Ich habe vergessen, die Fackel abzuschalten. Deswegen verbrenne ich das Öl die ganze Zeit. Perfekto. Das heißt, wenn ich noch mal so ein Ding baue, kann ich noch mehr Öl pumpen. Weil das zweite Frachtschiff habe ich schon. Ah, einer ist noch nicht voll gewesen, aber... Boom, Doppelpumpen. Mal gucken, ob ich die Dinger upgraden kann bei Gelegenheit. Warum fehlt mir Einigkeit? Was wollt ihr unbedingt? Luftverschmutzung, Wasserverschmutzung, Krankheit. Minus 4 Verordnung, ja okay. Ulbo, stimmt die. Ich sollte ein paar Leistungssteigerungen wegnehmen, glaube ich. Ich meine, einige Fabriken aufzurüsten.
Hilft auch schon massiv. Warum produzierst du nicht? Dir fehlt Eisen. Eisenproduktion. Keine Kohle mehr. Kohlemine. Ich habe 37 von den Materialien. Was brauche ich für die Kohlemine? 150. Aber das könnte mein Kohleproblem lösen. Wenn ich dann irgendwo in den Hafen hinklatschen kann. Das könnte klappen. Das würde funktionieren. Okay. Ich müsste nur genug von den Roten ansammeln, damit ich den machen kann, den Daubi da. Guck mal, müssen wir mal den ganzen Gelben hinmarschieren. Wieso saugschnüdelst du den nicht leer? Habe ich wieder irgendwo ein Loch in der Enttankungsanlage? Oh ja, habe ich. Ich dachte, die hätte ich verbunden. Verdammte Axt nochmal. Ich merke gerade, ich kann mich echt von dem Spiel nicht losreißen. Ich wollte vor über einer halben Stunde Schluss machen. Ich glaube, das ist. Aber das. Dann kam das Problem mit den Öltanks. Aber jetzt, wo das wieder läuft. Überlege ich mir beim nächsten Mal.
Ich sage erstmal danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und tüdelü.